wenn ich das jetzt zusammenfasse, was hier war. Mir geht es darum, dass ihr im Kern den Satz meditiert, ich bin Lebendiges im Netz des Lebendigen. Das ist schon eine Hinführung zur Vereinigungsmystik. Ich bin Lebendiges im Netz des Lebendigen. Danach wird es in euren Systemen knallen. Und an euch Rebellen, konzentriert euch darauf, wofür rebelliere ich? Nicht wogegen. Das ist Kraftverschwendung. Wofür rebelliere ich? Und wahrscheinlich werdet ihr euch dann an eure frühen Kinder- und Jugendlichenrebellionen erinnern. Ich finde Schule langweilig. Es ist doof. Es interessiert mich nicht. Die Erwachsenen machen mir Angst. Sie wirken so tot. Und jetzt komme ich nochmal auf den Kern. Es ist zwar etwas holzschnittartig, aber der Kern dieser Gesellschaft ist das Modell der Maschine. Das Mechanische. Das ist das, was erforscht wird. Wenn wir spirituell sind, versuchen wir uns mit der höchsten Komplexität zu verbinden, indem wir mit ihr mitfließen wollen und sie wieder durch uns strömt. Das Mechanische versucht das Lebendige so zu zertrümmern, zu sezieren, und dann von den kleinsten Bausteinen her zu rekonstruieren. Aber es erreicht diese Komplexität bei Weitem nicht. Das Mechanische ist das Leitbild erstmal der Prozesse, also dass ihr Maschinen herstellen könnt, dass ihr sie bedienen könnt. Jetzt wiederum, das scheint nochmal ein Sprung, im Tierreich gibt es auch Hierarchien. Hierarchien töten. Hierarchien sind die Parasiten im System. Hierarchien saugen diejenigen aus, also hierarchische Systeme, die unten sind, damit es denen oben gut geht. Wenn ihr feinfühlig seid und euch zum Beispiel mit einer Arbeitsameise verbindet und die dann vergleicht mit einer Ameisenkönigin, die Arbeitsameise hat Stress, sie hat Panik. Der Königin geht's gut, aber sie ist nicht richtig glücklich. Der Arbeitsbiene, die hat auch Todesangst und Stress. Der Bienenkönigin geht's gut. Also Hierarchien kümmern sich nicht darum, dass es euch gut geht, sondern sie saugen aus und wenn sie ausgesaugt haben, brauchen sie halt ein neues Volk. Hingegen schaut die Kultur nicht genau hin, wenn man mitfühlen kann und ihr euch mal interessiert, wie es einem Fisch im Schwarm geht, der ist glücklich. Der Schwarm ist nicht hierarchisch organisiert. Wie es einer Schimpansen, selbst unter dem scheinbaren Oberaffen Silberrücken geht, er herrscht nicht hierarchisch, sondern das ist ein Fürsorgesystem, das die einzelnen Mitglieder der Gruppe fördert. Und insofern ist es ein Netzwerk. Also es ist eine Beleidigung für ein Schimpansenmännchen, es mit einem Hierarchen in einer Firma zu vergleichen. Und das, was ich möchte, ist, euch aus Hierarchien loszueisen. Hierarchien werden euch nicht fördern. Und daher passt zu ihnen auch das maschinenhafte Modell, Regelkreis und so weiter. Das Leben ist viel, viel komplexer. Um euch in einer Hierarchie funktionieren zu lassen, muss ich zuerst eure Gefühle abtöten. Denn die Gefühle sind für euch so autopoietische Systeme, selbststeuernde Regelkreise. Die geben euch unmittelbaren Feedback. Ist langweilig, gefällt mir nicht. Ich bin wütend, ich will was machen. Aber wenn die Dinger dann immer wieder bestraft werden und totgestellt, also wenn ich euch gefangen nehmen will und damit ihr in der Hierarchie mir dient, ich als super Regierungsoberhaupt, dann muss ich zuerst also ein Moralsystem erfinden, dass Gefühle schlecht sind und stören. Auf die sollt ihr nicht hören. Und dann werde ich euch als das Schönste, was es im Leben zu erreichen gibt, das Leitbild der Maschine vorstellen. Alles reibungslos. Alles funktioniert. Diese Eleganz. Dieses Gleichmaß. Es gibt nichts Primitiveres als eine Maschine. Und dann werde ich natürlich euch immer wieder vergleichen mit einer Maschine. Ja, du störst, du hast eine Tagesform. Die Maschine ist vollkommen, sie ist gleichbleibend. Also wenn ihr das merkt, darauf achtet, woher könnte vielleicht euer Unwohlsein kommen,
Meditiert doch die beiden Seinsformen und wie es eurem Körper jeweils geht. Ich funktioniere in einer Hierarchie. Ich lasse mich für eine Hierarchie ausbilden. Buchstabiert das doch mal für euch nach, statt dass ich euch sage, was man mit euch gemacht hat. Was ihr machen müsstet, damit ein fröhlicher Schimpanse oder ein Meerschwein gerne in einer Hierarchie dient, was ihr mit dem Vieh machen müsstet. Das Lebendige muss abgetötet werden. Es ist das Feindbild. Und dadurch entsteht dann sehr, sehr viel Unbewusstes und sehr, sehr viel Schmerz. Und wenn ihr meditiert, ich bin Lebendiges im Netzwerk des Lebendigen, werdet ihr weit. Und so versteht ihr dann auch zunehmend den Sonnengesang von Franz von Assisi. Auf einmal dehnt ihr euch aus, bis zur Sonne, bis zum Mond. Und meditiert auch so Sätze, ich habe ein Recht darauf, jeden Tag so einen Sonnenaufgang und Untergang wie am Meer zu erleben. Das ist unmittelbar, das sind wieder die Zyklen des Lebendigen, die so komplex sind, dass man noch nicht mal die Überlagerung von Wellen, wenn die sich brechen, richtig berechnen kann. Und in diese Komplexität gehört ihr rein. Also das ist das Ziel von Mystik, dass ihr in das Erleben kommt. Ich bin Lebendiges im Netzwerk des Lebendigen. Ich glaube, das ist das Ziel von Rebellion, nicht nur neue Herrschaft. Ich stürze die Herrscher und dann herrsche ich. Das ist dann schon wieder die Gegenrebellion und ihr kommt nicht raus und seid nach den Maßstäben der Herrscher. Und damit ist klar, Spiritualität unter einem Papst als Hierarchen oder unter einem Bischof oder im Gehorsam gegen funktioniert nicht, sondern wenn sie euch Religio-Wiederverbindung sein soll, dann muss sie mit großem Respekt mit euch umgehen, selbst wenn ihr noch halb betäubt seid oder voller Schmerz oder eingeschüchtert und schon wieder überlegt, ob ihr gehorchen müsst. Sie muss also ganz vorsichtig wieder eure Gefühle reinbringen und euch in die unmittelbare Wahrnehmung bringen, statt wieder ein neues Leitbild geben. Und in vielen, die kritisieren sich selbst, dass heute funktioniere ich nicht gut oder so, weil sie in dieses Leitbild des Roboters verinnerlicht haben. Also Arbeitsbiene und Arbeitsameise sind nicht auf Langlebigkeit projektiert, sondern am längsten lebt die Königin und die sucht sich ein neues Volk. Also es geht darum, wenn ich euch einen spirituellen Weg führe, dass ihr wieder euren Gefühlen vertraut, was macht euch glücklich? Wo weitet sich eure Seele, euer Körper? Wo richtet ihr euch auf? Wo verspürt ihr Leben? Und das kann wieder ein Kompass sein. Also, wenn ich euch hier gehen lasse, geht es darum, dass ihr wieder euren selbststeuernden Regelkreisen vertraut und dieses mechanische Sitzen, Stundentakt, das wird ja sehr schnell als das Normale empfunden und ihr werdet kritisiert, dass es euch nicht gefällt. Kinder erleben das noch, wie das ihre Lebendigkeit abtötet. Die wollen eigentlich lernen, die freuen sich drauf. Aber diese Maschinisierung und diese zunehmende Selbstkritik, ich war unpünktlich. Ja, wahrscheinlich habt ihr eine Blume gesehen oder einen Schmetterling auf dem Weg dahin. Das ist doch viel wichtiger als so eine langweilige Stunde. Das ist so die erste Essenz.